ich bei den Plejaden liebe, sie sagen immer, es ist alles sehr einfach, nur wir Menschen denken zu kompliziert. Und sie sagen als Beispiel, wenn wir uns jeden Tag zumindest nur für ein paar Minuten hinsetzen und im Hier und Jetzt sind, dann sind wir in diesem Augenblick mit allen verbunden, gell? Jede machen würde ein paar Minuten am Tag, dann würde die oder würde der Alltag auch anders aussehen. Mit großer Freude darf ich heute die wunderbare Pavlina Klemm bei Smarana begrüßen. Herzlich willkommen, Pavlina. Du bist ja schon sehr bekannt, Autorin, Spiegel-Bestseller-Autorin, und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich freue mich auch. Vielen, vielen Dank. Danke für deine Einladung. Ja, und wir haben ja beide diese Verbindung zu den Plejaden, und wir haben gerade festgestellt, wir haben auch noch viel mehr gemeinsame Punkte. Und es ist einfach schön, sich austauschen zu können und vor allen Dingen dann auch euch vielleicht über unsere Worte etwas in euch zu bewirken. Und ich denke, weil die Energie fließt ja schon sehr stark, dass das der Fall sein wird. Die Plejader. Wie bist du zu den Plejadern gekommen, liebe Pavlina? Ich habe auch so eine ähnliche Geschichte wie du. Denn wir haben uns vorher kurz unterhalten von unserem Gespräch. Und ja, ich durfte in die lichtvollen Reiche erstmal durch die Verstorbenen praktisch eintreten. Das waren die ersten Schritte, obwohl ich schon als Kind gefühlt habe, dass ich ja noch was anderes in mir trage. Und ich habe immer wieder zum Sternenhimmel geschaut, wie viele anderen, geht bestimmt auch vielen Zuschauern so. Ja, und dann habe ich unzählige Botschaften der Verstorbenen aufgeschrieben. Sie haben mich immer wieder gebeten, ihre Worte den Familien zu geben. Dann habe ich das auch immer wieder getan, über Jahre lang. Jahrelang habe ich es gemacht. Und dann durfte ich auch in also anderen Reiche treten. Und dann haben sich eines Tages die Plejade bei mir gemeldet. Und ich werde das auch nie vergessen, weil ich bin mit den Plejaden immer oder war ich immer sehr verbunden. Aber als sie sich dann erst mal wirklich bewusst gezielt gemeldet haben, haben gesagt, da sind wir, die Plejader. Und wir werden durch dich unsere Botschaften an die Menschen geben. Und das war so unglaublich starke Energie, die musste ich auch erstmal verarbeiten. Ich weiß nicht, wie es dir ging oder geht, weil die Energie der Plejade ist unglaublich liebevoll, aber gleichzeitig transformierend, wenn wir in uns noch was tragen, gell? Welche Programme, und die musste ich natürlich erstmal abgeben, weil ich in der Tschechei aufgewachsen bin. Ich bin im kommunistischen Land aufgewachsen, und da musste ich einiges und viele meiner Ängste abgeben, damit ich diese Energie gut empfangen kann. Ja, also ich kann es so nachvollziehen, weil ich hatte, ich weiß auch nicht, zufälligerweise auch in der Tschechei so ein Erlebnis gehabt und habe da das erste Mal Kontakt mit Verstorbenen bekommen, so wie du, also ist verrückt, und habe dann dadurch entdeckt, was alles in mir liegt und war natürlich im ersten Moment auch erstmal Gott, und dann kam auch noch so eine Stimme, die sagte zu mir: Monika, wann kommst du endlich zu uns? Und ich dachte, oh Gott. Also das war sehr beeindruckend, dieser Ruf. Und habe dann auch einfach weitergemacht. Ich hatte dann meine Heilkräfte entdeckt, habe also viel Heilung. Ich bin so auf diesem, als Heilmedium dann geschult worden, auch von den Plejaden und auch von vielen anderen Sternenfreunden, und das macht so mein ganzes Wesen aus, und deswegen freue ich mich so, dich getroffen zu haben, weil du ja ähnliche Erfahrungen hast, das einfach schön ist, und wir bekommen ja auch immer Dinge gesagt, was jetzt wichtig für die Menschen ist, ne? Vorhin hatten wir ja auch darüber gesprochen, vielleicht bekommen wir ja heute
eine Zahlenfolge oder ja, so irgendwas, was jetzt sehr gerade für die aktuelle Zeit unterstützend ist, weil wir sind ja in der Zeit der großen Wandlung und die Botschaften sind ja seit 2, 3 Jahren, sag mir, wenn es bei dir anders ist, seit 2, 3 Jahren so, dass die geistige Welt oder die Sternenfreunde sagen, die Erde ist schon viel weiter aufgestiegen, sie hat schon diese ganzen Energien und sie werden jetzt so nach und nach für uns freigegeben. Ja, also ich habe auch so, ja, so ähnliche Botschaften, also dass tatsächlich im letzten Jahr sich unsere Erde schon befreit hat von den negativen, manipulativen Zeitlinien. Und dann hat es wirklich, da ging es um wirklich Zeitraumverschiebung und dann hat alles wirklich angefangen, richtig zu arbeiten und wirken. Und wir Menschen dürfen jetzt eigentlich noch mehr abgeben als denn je. Es war auch schon immer so, dass mir die Plejade gesagt haben oder immer durch die Texte gesagt haben, reinigt eure Herzen, reinigt eure Angelegenheiten, gell? Also bereitet euch vorab, bereitet euch auf die hohe Schwingung, die auf euch zukommt und die auch die Erde dann tragen wird. Ja, und jetzt muss ich sagen, dass seit dem letzten Jahr, wo die Erde tatsächlich diese Verschiebung in Zeitraum gemacht hat sich jetzt noch viel geändert, also unsere Chakren reinigen auch und binden sich an die Nachbarsplaneten an. Wir bekommen auch die Informationen, Lichtinformationen unserer Sonne, die uns auch reinigen. Also jetzt geht alles wirklich sehr, sehr schnell. Wir bereiten uns schon sehr lange auf unseren Aufstieg, aber jetzt geht es wirklich, sage ich mal, an das Angemachte und jetzt sollten wir uns die letzten oder die Angelegenheiten noch anschauen, die uns vielleicht hindern, damit wir wirklich ja mit dieser liebevollen und lichtvollen Schwingung mitgehen können. Ja, also ich habe auch so die Information, dass dieses und das nächste Jahr sehr wichtig sind für uns. Das sind also Jahre, die so den Weg zeigen, wie es weitergeht. Und es ist halt auch gut, diese Reinigung, was du angesprochen hast, ist sehr wichtig, weil wir tragen ja auch von unseren Ahnen noch sehr viel in unseren Zellen, was eben manchmal auch belastend wirkt. Und das ist gut, wenn es sich befreien lässt. Und die Sonne ist ja mit ihrer Energie einfach so wunderschön. Und ich kann also nur sagen, ich bekomme sehr oft Botschaften, die einfach aussagen, geht in die Sonne. Und verbindet euch mental, geistig, emotional mit der Sonne, mit den Sonnenwesen. Genau. Das haben auch früher schon die Mayas gemacht, gell? Kommuniziert mit der Sonne und auch unsere Chakren kommunizieren mit der Sonne und mit dieser Frequenz der Sonne. Also wir kehren jetzt endlich mal zu unserem Ursprung zurück. Ja, das wird auch Zeit, ne? Das wird ja, auch, genau. Also wird das endlich mal. Da hast du vollkommen recht, ja, genau. Ja, dass wir diesen Weg einschlagen und es geht einfach auch darum, die Schritte zu tun, auch den Mut zu haben, dann mal zu sagen, ich mache das jetzt einfach, ne? Ich gehe den Weg jetzt und ich lasse das, was in der Dualität ist, so ein bisschen auf der Seite. Ja. Ich glaube, dass auch ganz wichtig ist, dass die Menschen wirklich in die Eigenverantwortung gehen, gell? Dass die nicht ja immer woanders suchen, aber dass die wirklich bei sich selbst schauen. Und bestimmt hast du auch die gleichen Botschaften oder Impulse von den Plejaden. Was ich bei den Plejaden liebe, sie sagen immer, es ist alles sehr einfach. Nur wir Menschen sind so kompliziert. Und sie sagen als Beispiel, wenn wir uns jeden Tag zumindest nur für ein paar Minuten hinsetzen und im Hier und Jetzt sind, dann sind wir in diesem Augenblick mit allen verbunden, gell? Ja. Und wenn es jede machen würde, ein paar Minuten am Tag, dann würde der Alltag auch anders aussehen. Ja, also ich kriege diese Botschaft auch sehr oft. Das heißt, mache nur das, was einfach geht.
Weil es sind genau die göttlichen Dinge oder die von den Plejadern, das sind Dinge, die sind, erscheinen dir unheimlich schwer. Aber wenn du dann die Technik bekommst, ist es ganz einfach. Also diese Erfahrung habe ich gemacht. Das ist immer alles einfach. Aber mit so einer großen Auswirkung, dass du erstmal guckst und sagst, oh wow. So, genau, was ja. Oder viele meinen, viele Menschen, die sozusagen diesen Weg gehen möchten oder erwacht sind, dann, ja, dann haben vielleicht am Anfang das Problem, wie soll ich überhaupt machen oder was soll ich jetzt als Beste machen, gell? Und da haben mir auch die Plejada ganz einfache Antwort gegeben. Die haben gesagt, lass einfach jeden Tag dein Herz strahlen. Bringe dein Herz zum Strahlen und mach dich sichtbar für die Lichtwelt da draußen und für die Lichtwelt in dir. Also auch nur das, wenn wir das machen, bringt uns schon weiter, weil wir ziehen dann halt wirklich was Positives an. Und ja. Diese Zeit, man spürt und sieht, wie die Gesetze der Resonanz funktionieren, gell? Das ist jetzt ja, schneller. Genau. Ja, das ist richtig. Das ist ja das Wichtigste, dass wir uns mit positiver Energie umgeben, um dann auch immer noch mehr positive Energie zu bekommen. Ja, es ist nicht jedes Mal einfach, das wissen wir alle, gell? Also wir sind hier alle auf dieser Erde, aber wenn wir wirklich die Absicht aussenden, ja, in das neue Positive zu gehen, dann geht das natürlich leichter. Und ich habe auch eine sehr gute, einfache, absolut einfache Zahlenreihe von den Plejaden bekommen. Letztes Jahr habe ich sie bekommen. Und sie heißt Klargeist, klare Gedanken. Und die kann man sich wunderbar merken, weil das ist nur 3 mal die 7. 7, 7, 7. Und wenn man sie zum Beispiel so über den Kopf visualisiert oder auch Wasser überträgt, dann werden unsere Gedanken tatsächlich sozusagen, ja, aussortiert. Also die Negativen werden sich dann auflösen, neutralisieren. Und die positiven oder die Ziel, ja, gerechten Gedanken, die werden dann bleiben. Also so können wir als Beispiel auf ganz einfache Weise unsere Gedanken sortieren, was überhaupt wichtig ist in dieser Zeit und was wir eigentlich ja nicht mehr so brauchen oder was alte Gedankenmuster sind, die wir nicht mehr brauchen. Also das ist auch so ganz einfache Hilfestellung von den Plejadern, die uns wirklich viel Hilfe gibt. Das ist auch wieder eine Übereinstimmung. Und zwar habe ich letztes Jahr so im Juli, August die Botschaft bekommen, ich soll ein Auraspray machen zur Gedankenbefreiung. Wow. Das ist also wirklich verrückt. Also das heißt, wir werden geführt, ne? Und jeder auf seine Art eben gibt dann das sein Können und sein Wissen weiter. Ja, genau, das ja. Ist Das hat also genau die gleiche Wirkung, was du jetzt so gesagt hast, um eben die Gedanken frei zu machen, um klare Gedanken zu haben, um sich fokussieren zu können auf seine Ziele und dann einfach auch das verstärkt machen zu können. Also wow. Ja, genau, das ist schön, weil unser Geist wurde, wissen wir alle, über Tausende von Jahren manipuliert und wir wurden in so eine Illusion praktisch reingeworfen. Ja, und jetzt ist an der Zeit, eben so diese Gedanken, die eigentlich künstlich erzeugt worden sind, gell? Ja. Und sich auch von diesen künstlich erzeugten Feldern, die immer noch teilweise da sind, sich wirklich abzutrennen und dann werden sie auch immer weniger und so können wir wirklich mehr Licht in unsere eigene Realität bringen. Ja, das ist wichtig. Also, dass man sich bewusst ist, dass vielleicht viele Gedanken oder nicht viele, oder dass es eben Gedanken gibt, die eigentlich gar nicht die eigenen Gedanken sind, sondern das hat mal jemand erzählt und man hat es mal gehört und dann denkt man, es wäre wahr und übernimmt das. Und ich glaube, dass jetzt so das Gefühl auch stärker wird, dass man erkennt, was wirklich die eigenen Gedanken sind und was nicht.
Und das bringt uns ja dann immer noch mehr zu uns selbst, ne? Weil es wird auch sozusagen aussortiert, was tatsächlich künstlich erzeugt wurde, auch viele vielleicht Bilder oder Visionen oder Erinnerungen, die wir in uns tragen, vielleicht sind die gar nicht wahr, vielleicht wurden die einfach eingespeichert in unsere Systeme und eigentlich war das von der, sage ich mal, Opposition sehr, sehr gut durchdacht. Denn wenn wir immer in Schuld leben, gell, wenn wir uns schuldig fühlen für die Vergangenheit, weil es wurde uns immer wieder gesagt, ja, du hast den und dem getötet, du warst so böse, du hast das und das gemacht. Und wir tragen halt diese Schuld in uns. Und wenn wir Schuld fühlen, sind wir von unserer Selbstliebe abgetrennt. Und wenn wir die Selbstliebe in uns nicht haben, dann sind wir von der großen Liebe, der göttlichen Liebe abgetrennt. Also es war, muss ich sagen, sehr gut durchdacht von der anderen Seite. Aber das haben wir jetzt Gott sei Dank durchschaut. Ja. Ja, also ich meine, die andere Seite ist natürlich schon auch sehr wachsam und denkt sich alle möglichen Fallen für uns aus. Ja. Aber ich denke auch, die Menschen werden ja immer wachsamer, immer bewusster und von daher ist das gar kein Problem, egal was sie sich ausdenken. Wir sind auf jeden Fall, wir werden geführt. Ja, und ja. Wir bleiben dabei. Ja. Immer meine Worte bei den Seminaren, wir bleiben dabei, wir lassen das nicht zu. Nein, wir lassen das auf keinen Fall zu, wir gehen den Weg des Lichtes. Und ich freue mich auch so darauf, wenn dann endlich mal die Plejaden sich auch zeigen hier auf der Erde, ne? Also allen, nicht allen, aber vielen, vielen mehr Menschen als jetzt, wenn diese Verbindung zustande kommt, das wird herrlich werden. Ja, das wird schön. Ich habe sie auch immer wieder dazu gefragt, wann sie sich zeigen, gell? Also die sind schon sehr präsent. Also man kann auch die ihre Raumschiffe auch erahnen oder fühlen oder man auch in den telepathischen Kontakt mit denen gehen. Aber sie haben gesagt, das Offizielle wird noch ein bisschen dauern, denn sie sagen, sie messen immer so Energielevel auf der ganzen Erde. Und wenn wir als Menschen so gewisse Energie oder Energielevel erreicht haben, dann zeigen sie sie. Die sagen, wir bringen so viel Bedingungslose mit. Das wäre in der jetzigen Zeit noch gar nicht möglich. Das würden viele Menschen gar nicht ertragen können, diese Schwingung. Gell? Und das ist für mich eigentlich auch sehr gut erklärt, gell? Weil wir warten natürlich schon fieberhaft, wann sie sich zeigen. Aber offensichtlich wird es so sein. Und wenn es dann so ist, ist es auch nochmal anders, weil dieses persönliche Erlebnis ist anders, als wie wenn man sich das vorstellt, jetzt für viele. Und das ist dann schon, ich hatte mal ein Erlebnis gehabt, da habe ich gedacht, ich channel jetzt mal nur nachts um 12 oder um 1, so wenn das Kollektiv schläft, weil dann alles die Gedanken eher ruhig und man hat eine stärkere Verbindung. Und dann war das aber auch so. Dann ist mein Radio, die Musik ist ausgefallen, das Licht ging aus und ich dachte, oh Gott. Was ist jetzt? Ja. Und da habe ich auch im ersten Moment bin ich sehr erschrocken, ne? Weil da rechnest ja nicht damit. Und ne, wenn jetzt die Plejaden kommen, dass du dann auch das erste Mal vielleicht doch, dass die Erscheinung anders ist. Ich meine, wir haben ja schon ein bisschen Übung, aber jetzt für jemanden, der es noch gar nicht hat, da erschrickt man, denke ich, bestimmt. Also, was meinst du? Ich glaube, sie haben zu mir immer wieder gesagt, wir bringen so viel Liebe mit, dass die Menschen durch diese Liebe getragen werden bei diesem ersten Kontakt, dass die auch vielleicht nichts anderes wahrnehmen. Aber natürlich werden die Menschen auch bestimmt Respekt haben. Und sie sagen auch, wir in unseren Dimensionen ist auch mehr warm. Also sie bringen auch gewisse Wärme mit, sagen sie. Und ich beobachte das immer,
Wir haben das auch vor diesem Gespräch auch erlebt, wenn man sich mit den Plejadern oder mit den Lichtwesen oder egal, einfach mit den höheren Bewusstseinsdimensionen, wenn man sich verbindet, dann ist plötzlich heiß, gell? Also es kommt so Hitze und Wärme. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn sie dann richtig die Räume öffnen, gell, für uns, wenn sie wirklich zu uns kommen. Es kann sein, dass auch so eine ja, so Energiewelle, so Hitzewelle kommt mit dieser Liebe. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass die erstmal ein bisschen warten. Ja, also ich finde es auch gut, dass sie so vorsichtig sind, weil sie kommen ja mit einer guten Absicht, um uns zu unterstützen. Und wenn dann die Menschen sich verstecken oder ausreißen, dann hat ja auch keinen Sinn, ne? Ja, genau. Es soll dann wirklich ein wundervolles Ereignis sein, gell, wenn sie Ja, kommen. genau. Ja. Und vielleicht kommen die nicht alleine, vielleicht kommen auch andere Zivilisationen mit, gell? So, das erwarte ich auch oder meine ich, dass die, Ganz weil bestimmt. es unterstützen uns auch viele andere, gell? Ja, Also die kommen garantiert nicht alleine. Wir haben halt das Thema jetzt, die Plejada, aber Ja. ich habe ja auch ganz viele Verbindungen und die sind alle, möchten auch gerne den Kontakt aufnehmen und werden dann, es sind ja auch diese Lichtschiffe, die um die Erde platziert sind, sind ja auch nicht nur von den Plejadern. Ja. Das ist ja auch der Galaktische Rat, die Föderation, die sind ja auch da. Und da sind viele verschiedene Sternenwesen drinnen, die uns so beobachten. Du bist auch mit Sirianern, oder? In der Verbindung oder mit welchen Völkern? Ich bin mit Andromeda, mit Arcturus, mit Sirius, mit Orion, mit Okion und Lyra. Schön. Ja. Ja, ich fühle mich auch sehr mit Venus verbunden. Das sind immer so, wenn sie kommen, gell, die bringen auch so viel Liebe mit und diese weibliche Liebe. Ja, mit Arcturian bin ich auch sehr schön verbunden. Ja, mein neuestes Buch ist von den Arcturianern, das ist gerade bei Michael. Und da steht zum Beispiel drinnen, dass sie bestimmte Menschen einladen auf ihre Lichtschiffe und sie dort ausbilden. Und ich habe sogar das Ausbildungsprogramm bekommen. Wow. Das ist toll, das ist wirklich toll. Und das heißt also, sie unterstützen uns jetzt alle auf ihre Art und Weise. Ja. Ach, das ist schön. Und Ja. was haben die da so als Beispiel so berichtet? Weil die haben vielleicht so andere Impulse. Ja, die haben, dieses hat sich so, jede Sternengruppe hat ihre eigene Energie. Und die Arcturianer sind, soll ich das beschreiben, sie sind sehr weise, wobei die anderen ja auch weise sind, aber die haben eine spezielle Technik auch in ihren Lichtschiffen, wo man das, diese Schulungen auch ganz leicht bekommen kann. Und von daher ist es für uns, ist das Gold wert. Entdecke jetzt die transformative Kraft der arcturianischen Heilungssymbole in unserem exklusiven Webinar. Mache mit den Arcturianern interdimensionale Reisen und lerne, wie Energieheilung bei den Arcturianern geht. Sie erwarten dich mit ihrer Weisheit. Melde dich jetzt gleich zum Webinar an. Ich habe auch so das Gefühl, oder wenn ich ab und zu die Kontakte habe, dass die Arcturianer in ihre Kultur noch, also ja, dass die noch längere Kultur hinter sich haben als Plejade, dass die Arcturianer ja an so andere Felder der Weisheit und der Techniken angebunden sind, gell? Also die sind sehr. Die haben so eine andere Geschichte, sage ich mal. Ja, und die haben ganz viel Weisheit und ich bekomme jetzt von ihnen vermehrt Durchsagen, wie wir auch unsere Erde schützen können und was wir für die Erde tun können. Und das hängt mit ihrer eigenen Geschichte zusammen. Schön. Weil die haben das ja auch erlebt. Sie sind ja auch mal aufgestiegen. Ja.
Plejada ja auch. Ja, genau. Ja. Die Plejada haben auch so ähnliche Geschichte wie wir. Die wurden auch so versklavt, sage ich mal, wie wir. Dementsprechend wissen sie, wie sich's anfühlt. Und ja, es ist schön. Und dass sie auch nicht nur uns helfen, sondern auch vielen anderen Zivilisationen, gell, in unserem ja. Sonnensystem oder in unserer Galaxis. Das ist immer so spannend zu hören, dass wir nicht die Einzigen sind, die sich gerade in diesem Stadium befinden. Ja, das ist sehr spannend und es ist auch, wir kennen ja die anderen gar nicht, ne? Und das wird, also ich stelle mir das so schön vor, wenn wir dann so weit sind, dann haben wir dann auch Kontakt mit anderen, die so ähnlich sind wie wir. Ne? Ja, das wird wunderbar, weil früher haben wir uns auch besucht, gell? Und ja. Haben wir diese Kontakte gehabt und jetzt haben wir verloren. Jetzt haben wir praktisch auch durch die Seele der Sonne Ra also eine Möglichkeit, über die Informationen oder die Informationen zu bekommen über die anderen Sternenvölker. Aber ich bin auch sehr, ich freue mich sehr drauf, wenn wir sie dann ja, vielleicht in dieser Inkarnation schon auch sehen, gell? Oder zumindest manche. Ja, das denke ich schon. Ist auch mein Wunsch, mein größter Wunsch. Und dann ist das Leben auf einmal ganz anders. Dann, dann erkennen wir diese Grenzenlosigkeit, von der ja immer erzählt wird, ne? Im Moment sind wir ja noch sehr limitiert durch die Dualität, einfach weil das so ist. Aber dann auf einmal spürst du es und siehst du es, erfährst du es ja am eigenen Körper. Und das wird wunderschön werden. Das ist so schön. Manchmal ist es auch so, dass die Zivilisationen, die schon ja so lichtvoll leben dürfen und die schon sehr weit entwickelt sind, dass sie sich öfters, wenn ich zum Beispiel Seminare halte, dass sie sich mit den Gruppen mit uns verbinden und sie schicken uns ihre Gebete. Das ist dann so schön, wenn man in diese Anbindung geht und dann spüren wir diese Liebe und wir wissen, ja, wir sind nicht alleine. Das ist immer so schön. Das ist wunderschön. Und gerade weil du sagst, Seminare, wenn viele Menschen zusammenkommen und dann steigt ja die Energie sowieso an. Und wenn dann die Botschaften kommen und die Sternenwesen dazukommen, das sind so wundervolle Erlebnisse. So wunderschön war das auch bei uns am Smarana Festival. Das ist einfach, ich sage immer, das sind Geschenke, die wir uns machen können und uns dann gegenseitig unterstützen und auch aufladen mit dieser Energie, die wir ja dann mitnehmen nach Hause, um dort noch lange davon zu profitieren. Ja, das ist wirklich, wirklich fühlbar, gell? Spürbar. Ja, das ist richtig. Also ich spüre das intensiv. Ja. Die Energie. Und das auch, ist auch jetzt gerade, ne? Das ist ja, im Gespräch. Das fließt einfach. Und ich habe Plejada haben mir einmal gesagt, wenn ein Mensch das eigene Licht in sich wiederfindet, dann hat ein Mensch Kraft, lichtvolle Kraft, wie ungefähr 15.000 Menschen. Und dann tue ich mir das immer so vorstellen, wenn ein Mensch so strahlt, wie so eine kleine Stadt und wie das Licht dann weitergeht und wie sich multipliziert und verbindet. Und dann geht es alles in der Lichtgeschwindigkeit und dass wirklich nicht alle Menschen aufwachen müssen. Es ist auch nicht ihren Weg, dass alle aufwachen oder erwachen. Dann reicht wirklich so eine bestimmte Anzahl der Menschen, die wirklich ja, das Licht hier ja, auf der Erde wirklich zum Leuchten bringen. Gell? Ja, das ist richtig, weil es ist, sonst dauert es zu lange, bis alle aufwachen auch. Ja. Und diese Strahlkraft, das ist einfach, 15.000 ist viel. Ich stelle mir das immer so schön vor. Ja. Und dann sage ich mal ja, und dann tut der Mensch auch unbewusst die Familienmitglieder ja, diesen mitnehmen. Schenken. Und auch wenn das vielleicht der Geist den Familienmitgliedern nicht direkt übernimmt, aber die Seele tut das immer übernehmen und in sich kodieren. Gell? Also ja. Seele ist göttlich und sie nimmt das ganze Licht in sich auf, was sie hier auf der Erde bekommt und
geschieht auf dieser seelischen Ebene, Seelenebene, unglaublich viel Heilung. Es gibt ja Menschen, die sind sehr traurig, wenn sie sagen, wenn, was ist denn jetzt, wenn meine Familie nicht mitgeht und nur ich dann das alles merke. Und das ist jetzt, denke ich, war sehr tröstend auch nochmal. Es geschieht alles in der göttlichen Ordnung. Und die Seele ist viel wichtiger als wie jetzt das menschliche Dasein. Und die Seele ist viel weiser und hat ja die Verbindung zu den Plejadern oder zu anderen. Das hat die Seele. Und von daher braucht man sich keine Sorgen zu machen. Es geht alles gut. Ja, weil auch durch die Seele sind wir alle verbunden. Und auch, ja, wie du sagst, wenn ein Mensch zum Beispiel den anderen Familienmitgliedern das Licht gibt, kann das die Seele den anderen alles in sich speichern und dann hat auch Heilung erfahren, egal auf welche Weise, gell? Also ja, die Heilung geschieht auf irgendwelche Weise immer und letztendlich hat jeder von uns schon seinen Plan durchdacht, bevor wir zur Erde gekommen sind. Wir wissen auch, aber es ist natürlich immer wieder schmerzhaft, wenn der Mensch geht. Aber ja, man muss auch lernen, irgendwie alles zu akzeptieren, gell? Dass der Weg von demjenigen, dass der sich das anders eingeplant hat, als wir uns das vielleicht vorstellen. Das ist nicht in unserer Macht, die Menschen festzuhalten oder so, aber das müssen wir auch, glaube ich, lernen. Ja, das ist halt auch was Schwieriges, gerade diese Situation, wenn ein Mensch die Erde verlässt oder die Seele die Erde verlässt und wenn du dann nicht dieses spirituelle Verständnis hast, bist du schon sehr, sehr, sag ich mal, in der Trauer tief drin. Was auch so tröstlich ist, finde ich, ist, die Plejader haben mir mehrmals gesagt, wenn wir dann aufsteigen, dann wird sich unsere Wahrnehmung natürlich noch mehr feinstofflich als jetzt. Und wir werden dann unsere Verwandten im Licht wieder sehen können. Also nicht in ihrem physischen Körper, sondern in dem feinstofflichen Körper oder als Seele oder als Licht. Also wir werden sie wieder ganz gut wahrnehmen können. Und bei den Plejaden ist es auch so, dass die physische und feinstoffliche Gesellschaft zusammenlebt. Also bei denen geht keiner verloren. Ja. Und das wird bei uns bestimmt auch so sein. Das wird bei uns auch so sein. Und wir brauchen nur ein bisschen Geduld noch. Dann werden wir das alle erleben können. Und das ist dann nochmal ein ganz anderes Gefühl von der Familie, was man da bekommt, ne? Dieses, ja, eigentlich hier so meistens fehlt, was gar nicht so gefördert wird. Aber dann hast du dieses Familiengefühl, du kennst denn ja so viele Seelen, an die wir uns jetzt vielleicht gar nicht erinnern können. Ja, ich habe auch in dieser Zeit auch so Bedürfnis. Also ich bin so Familienmensch, gell? Und ich habe ein Bedürfnis, vielleicht dieses Jahr noch oder nächstes Jahr, meine ganze Verwandtschaft einzuladen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss die Familie irgendwie energetisch wieder zusammenzubringen, weil meine Familie lebt in der Tschechei. Und dann habe ich gedacht, ich mache da ganz großes Familientreffen, damit wir wirklich alle zusammenkommen, weil viele meiner Tanten und Enkel sind auch natürlich schon älter. Dann habe ich gedacht, ich muss noch diese Familientreffen machen, bevor sie die Erde verlassen, damit wir uns noch alle so physisch sehen, gell? Also wie so Familienfeld sozusagen zusammenzubringen, damit wir Kraft haben als Familie. Ja. Das ist eine schöne Idee. Ja. Bei mir sind alle schon gestorben. Ich kann das gar nicht mehr machen. Aber dafür lebe ich hier zu Hause in der Großfamilie. Ich habe also die ganze Familie eigentlich immer um mich herum. Auch okay. Ja, genau. Ja, ja. Ja.
Das ist eine sehr spannende Zeit, ja. Ich habe jetzt auch einen Kontakt zu einer ganz jungen Verwandte bekommen, die über sie habe ich gar nicht gewusst, dass sie lebt, aber ich habe meine Bücher, die sind auch in der Tschechei alle veröffentlicht worden und ich habe da so einen Brief von meinem Uropa veröffentlicht in dem Buch und da war auch so sein Name drunter. Und ich habe eines Tages eine E-Mail bekommen und sie hat geschrieben, die Geschichte von dem Uropa hat mich so fasziniert, aber noch, was mich noch mehr fasziniert hat, war der Name am Schluss, weil ich heiße genauso. Und der Name von unserer Familie, der ist eigentlich selten, weil wir Ursprung in Frankreich haben und diesen Namen ist eigentlich nicht so üblich. Und jetzt haben wir uns wirklich verabredet, dass wir uns dann in der Tschechei im Sommer treffen und sie trägt sehr große heilerische Kräfte in sich. Also das hat sich jetzt über mehrere Generationen übersprungen. Und sie ist jetzt wieder sozusagen, die auch sagt, wir müssen die Familie zusammenbringen, wir müssen die Energiefelder zusammenbringen. Und dann habe ich gedacht, ja genau, ich habe auch dieses Bedürfnis, gell? Und dann werden wir da bestimmt im Sommer oder nächstes Jahr alle uns wirklich zusammentreffen. Eine schöne Idee. Ich Ja. habe auch in letzter Zeit mit der Venus kommuniziert. Und du hast ja vorhin auch die Venus erwähnt, ne? Da ist es ja so schön auf dieser Venus. Da gibt es so viele Räume, wo man drin sein kann. Und die haben auch so eine ganz tolle, liebevolle Art und Weise, miteinander umzugehen. Und ich habe diese Wesen in mehreren Farben gesehen. Also die haben jetzt nicht eine Hautfarbe, sondern die schillern so in verschiedenen Farben. Hast du das auch festgestellt? Ja, und ich habe viel von Rosa gesehen, wenn ich mit denen Ja. kommuniziere, aber auch anderen, also zum Beispiel strahlende Weiß, die auch so wirklich schimmert, Ja. was ich immer wieder feststelle, dass sie durch Töne kommunizieren, also Ja. als ob sie immer singen würden. Gell? Also das ist so, Ja. ja, einfach magisch. Also die Kommunikation ist wirklich so sehr musikalisch, würde ich sagen. Die haben auch so musikalische Namen, deswegen, oder diese, wie soll ich sagen, die Sprache, die lässt sich gar nicht, so wie Deutsch jetzt oder so, gar nicht so sprechen, diese Lichtsprache. Und das schillert dann, wenn sie diesen Sprechgesang haben, in der Haut wieder. Also in der Haut kann man ja nicht sagen, also in ihrem Lichtkörper. Ja, also die Haut ist nicht so direkt Haut, sondern Ja. so strahlende Materie, würde ich sagen. Genau. Ja, genau. Und die wechselt die Farben. Und das ist auch tatsächlich, wenn Menschen zum Beispiel mit Klangschalen arbeiten oder so, dann nehmen die meistens die Klangschale, die Venuston in sich bringt, Ah, gell? das ist gut, ja. Ja, also die Menschen fühlen oder die Kreativität, ja, die Venuswesen in sich tragen, gell? Die Kreativität und das Künstlerische und Malerische. Also ja, das zeichnet sie auch, gell? Auf jeden Fall, das ist toll. Und dann kommt ja da noch mal diese Schwingung, diese Liebesschwingung auf einer anderen Ebene, Ja. was dann die Herzen öffnet. Ja, und was ich immer wieder festgestellt habe, dass die vielen Frauen helfen, dass weil das weibliche Thema Ja. ist schon über Generationen ein Thema hier auf der Erde, dass die jetzt verstärkt zu den Frauen kommen oder zu Frauengruppen, wenn die Frauen sich treffen, dass die gezielt zu denen kommen und die weibliche Kraft unterstützen, teilen, gell? Genau, weil das eben die Venus ist ja das weibliche Prinzip, könnte man sagen. Und das wird dadurch verstärkt und gibt uns Frauen mehr das Gefühl, für was wir eigentlich da sind. Wir sind ja da, um die Kinder lieb zu haben, um sie zu schützen und dieses Kreative und auch das Singen, das Erzählen und einfach das Behütende bringt die Venus.
Und wenn ich sehe immer, wenn sie zu den Frauen kommen, dann kommen die in großen Gruppen. Also kommen nicht vielleicht nur ein oder zwei Wesen, sondern ganze Gruppe. Also wirklich ganz viele, die dann die Gruppe in ihrem Licht und ihre Liebe umhüllen und heilt, gell? Ja, weil sie kommen ja auch zu Frauengruppen. Also das ist ja schon gut, wenn dann die Gruppe zur Gruppe kommt, Ja, sozusagen. genau. Ja. Genau. Also ich bin gerne auf der Venus. Ich besuche sie ab und zu mal in meinen Trance-Reisen und werde dann auch immer wieder geholt zu den Festen und zu den schillernden, wunderschönen Geschichten, die sie erzählen. Und Schön. ist toll. Sehr schön. Ja. Ja, wir könnten ewig reden, ne? Ja, es gibt so viel, gell, in dieser Welt, ja. Ja. Gibt es etwas, was du vielleicht gerne den Menschen so sagen würdest, also so zwei, drei Sätze, was im Moment wichtig ist? Ja, ich erzähle das eigentlich jetzt sehr oft. Es ist auch nichts Neues, aber es ist mir jetzt einfach wichtig, das zu sagen. Es geht um das Vertrauen. Damit wir das Vertrauen nicht verlieren, dass alles gut wird, dass wir nicht das Vertrauen verlieren in unseren Lebensplan, dass wir Vertrauen haben. Ja, für unsere Entwicklung und dafür, dass wir uns diese Inkarnation selbst ausgesucht haben. Wir haben es ganz genau gewusst, dass wir in diesen Zeitraum inkarnieren, und viele Menschen bei meinen Seminaren sagen, ich fühle mich hier gar nicht, ich fühle mich hier mit der Erde nicht verbunden, ich fühle mich hier gar nicht willkommen. Ich habe immer so Sehnsucht nach den Plejaden oder Venus oder Orion. Und ich sage den Menschen jedes Mal das Gleiche. Ich sage, ich habe das Gleiche auch früher gehabt. Aber eines Tages habe ich mir gedacht, nein, ich bin hier zur Erde gekommen, um mein Leben hier zu verbringen, mein Plan und meine Mission, egal auf welche Weise. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt bin ich hier und dann mache ich das Beste Das ist draus. gut, ja. Und das möchte ich vielleicht den Menschen einfach mitgeben, weil viele fühlen eben diese Leere sehr oft, trauern nach, sie wollen immer nach Hause. Aber ich hole sie sozusagen immer wieder zurück und sage ich, nein, wir sind jetzt hier und dann machen wir das Beste draus. Ja, es ist unsere Aufgabe. Wir haben uns dazu entschlossen. Ja, genau. Ja, es ist einfach so. Ja, ein schöner Satz. Liebe Pavlina. Ja, und mit diesem Satz möchte ich einfach jetzt auch nochmal Danke zu dir sagen. Vielen Dank, danke für deine Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, diese Verbundenheit gefällt mir auch sehr, macht viel Freude. Und ja, vielen Dank, dass ihr alle zugeschaut habt. Und gerne dürft ihr auch meinen Kanal und deinen Kanal abonnieren und uns unterstützen mit eurem Abo. Und ja, ich wünsche euch allen ganz, ganz viel Liebe. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Und bis bald und schöne Zeit und viel Liebe.